Willkommen zurück, Reisende, bei No Man's Sky. Ich bin zurück zu unserem Schiff gegangen und habe erstmal die Ressourcen dupliziert. Ein bisschen Kupfer werden wir jetzt verkaufen, um Platz zu schaffen. Und damit wir auch schon ein bisschen Anfangsgeld haben. Gucken. Ja, der will natürlich jetzt alles verkaufen. Das bedeutet. Ja, das dauert zu lange. Teilen das am besten auf. Wir bringen das hier ins Schiff und verkaufen es dann. Da wir keinen Platz haben, muss die eine Raffinerie hier noch stehen bleiben. So. Das Uran ins Schiff. Das Tritium ins Schiff. So. Und dann werden wir das Kupfer hier auch mal zwischenlagern. Ein bisschen sollten wir uns aufheben fürs chromatische Metall. Das wollte sich nicht duplizieren lassen. So, können wir die hier mitnehmen. Und erstmal bisschen Kupfer verkaufen. So. Und schon haben wir unsere ersten 2 Millionen. Jetzt sollen wir als Mission den Basiscomputer errichten. Ich dachte, das machen wir auch hier in der Nähe. Da wir hier immer gut starten können, sollen wir mal sehen. Da ist eine Treppe, aber wir kommen hier nicht direkt hoch. Und bauen wir uns das hier hinter. Ja. Für den ersten kleinen Basiscomputer ist das ausreichend. Können wir hier auch das Gebäude integrieren und die Landeplätze, das ist schon gut. So. Jetzt sollen wir uns natürlich auch ein Unterschlupf bauen. So, freie Kamera. Naja, vier. Ja, machen wir mal. Sechs groß. Ja, das reicht für den Anfang. Auch hier eine Tür hin. Welche Wand nehmen wir? Die hier. Ja, machen wir die hier vorne. Und an den Seiten. Und hinten machen wir die hier. So. Dann hier wäre eine Fensterfront schön, aber die Teile haben wir leider ja noch nicht. Nehmen wir das hier. Ja, wir werden eine Etage oben drauf setzen.
So. Ja, das geht ja für den Anfang schon mal. So. Und das Gute ist auch, es zählt als Gebäude, sobald es ein Dach hat. Ob es vier Wände hat, ist egal. So. Ja, Ferritstaub, die geht nicht. Ja. Wir haben keinen Ferritstaub. Ja. Das müssen wir kurz sammeln. Natürlich ist jetzt auf dem paradiesischen Planeten ein dämlicher Sturm. Zum Glück sind hier direkt Steine. Da ist auch noch einer. Und eine Geode, dann kriegen wir noch ein paar. Ja, das reicht erstmal. So ein bisschen sortieren hier. Jetzt können wir da erstmal ein Dach draufsetzen. Ja, ich nehme. Machen wir mal ein bisschen teils, würde ich sagen. Aber wir haben nur zwei breit gebaut. Machen wir hier den Eingang und hinten für den Teleporter nachher. So. Jetzt werden wir den nach drinnen stellen. So. Dahin. Und natürlich haben wir jetzt keine Beleuchtung. Aber das ist ja noch nicht schlimm. Das Ferrit und ein Rohr. So. Das machen wir mal hier drüben. Direkt so hinstellen. So. Was möchte jetzt haben? Ein Treibstoff. So. Das geht auch sehr schnell. So. Da können wir direkt da stehen lassen. Mal gucken, wo stellen wir jetzt den. Oh. Ach, ja. Da fehlt ein Arbeitsschritt. Da wir nur 20 brauchen, werden wir nur 20 erstmal herstellen. So, und ein Nanorohr. So. Dann können wir ja da hinstellen. So, hier haben wir jetzt natürlich keine Daten. Das ist ganz wichtig, dass wir uns das jetzt erstmal alles besorgen. Dann können wir hier auch ein bisschen Strom. Wichtig ist der Speicherpunkt. Und der Teleporter. Können wir immer direkt hier hin. Da müssen wir geborgene Daten sammeln gehen. Die werden wir auch probieren zu duplizieren. Aber wir haben ja in der letzten Folge schon keine gesehen. Verborgene Daten. Also hier in der Nähe sind wir gar keine.
Nichts in der Nähe. Das ist ein Signal. Es kann uns zu einer Forschungseinrichtung oder, wenn wir Glück haben, auch zu einem Alien-Artefakt bringen. Da hier keine vergrabene Technologie ist, müssen wir wohl eh erstmal ein Stück. Oh ne, oh, oh. Also der Planet hat es aber mit Gräben. So. Das können wir leider nicht abbauen. Wir könnten die auch mal vorher identifizieren. Gibt ein bisschen Obolus. Ja, Sterndorn bringt uns gerade gar nichts. Wenn wir die Aufgabe haben, sollten wir auch langsam die Raumstation angezeigt bekommen. Oder vielleicht auch erst die Anomalie. Weil dann können wir uns ein paar Plätze für den Exo-Anzug holen. Was schon mal von Vorteil ist. Und wir können dann. Ah ja, den Anzug verbessern geht noch nicht, wir haben noch keine Nanieten. Aber die kann man sich ja auch schnell holen. Die sind meist in den Kisten oder in Gebäuden. Ah, wir laufen sogar noch an einem Sprachstein vorbei. Ah, schon seltsam, das paradiesische Planet und keine verborgenen Daten in der Nähe. Echt nichts? Oh. Na, das ist ein Container. Ja, wir gehen trotzdem erstmal zu dem Signal. Mal gucken, was er uns anzeigt. Eine Siedlung. Und die ist sehr weit entfernt. Um eine Beutel. Dann werden wir mal da wohl hingehen. Oh Gott. Der Planet ist für den Arsch. Die sammeln wir ein. Geben wir uns ein klein bisschen Geld. Ist nicht der Rede wert, aber immerhin. Da müssen wir hin. Keine geborgenen Daten auf dem ganzen Planeten, oder wie? Seltsam. Dann werden wir jetzt hier erstmal rumgehen. So. Oder hochkommen. Bitte, 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 los. Oh, gut geschafft. Aber auch keine Knochen, die erstmal analysieren.
und dann drauf schießen. Wie viel Wasserstoff haben wir? Aber brauchen wir erstmal nicht. Also. Sonst müssen wir wohl doch auf entweder ein Stück fliegen oder auf einem anderen Planeten. Wenn hier gar keine sind. Wir brauchen wenigstens so 10, 15 Stück, dann können wir uns die duplizieren. Aber dafür brauchen wir leider Raffineriestufe 2. Also die mittelgroße Raffinerie. Bin nicht sicher, ob das mit der tragbaren kleinen auch geht. Was können wir ja mit 1, 2 testen. Weil wenn es nicht geht, gehen sie mal leider verloren. Das Jetpack frisst unsere ganze Lebenserhaltung auf momentan. So. Sind gleich da. Na, mal gucken. Wo liegt der rum? Scheinbar der da. So, haben wir Platz? Ja, wir haben Platz. Na, ganz prima. Na, da hatte ich jetzt so... Oh, nee. Oh, da habe ich jetzt gar keinen Nerv drauf. Ein Trollcontainer. Wir können nicht mal abhauen. Oh, lauf doch. Okay, sie verfolgen uns nicht. Sie werden uns auch nicht angezeigt als Bedrohung. Also hier laufen wir seltsame Sachen. Ah, ein paar Naniten. So, was hier drin? Das Metall brauchen wir. Ein Akku. Müssen wir uns das jetzt da oben nochmal angucken. Ich wäre ihn ja auch zerstört, aber noch gab es keine Belohnung, also. Ach, scheiße, die sind da immer noch. Sie werden uns nicht als Bedrohung angezeigt. Aber wir haben auch keine... Wollen die Waffe bauen? Nee. Ach, die gehen mir im Laser bestimmt auch kaputt, oder? Außerdem scheinen die beschädigt zu sein, die Wächter. Ah, guck mal. Die mir auf den Sack gehen. Also immerhin machen wir Schaden. Gucken, wer stirbt zuerst, ich oder die? Sonst müssen wir uns doch vielleicht jetzt geht doch kaputt. Ha. Echt jetzt? So. Kein Platz. Zerstören wir das hier. Können wir es einsammeln. Ja, Inventar voll.
Nee, warte, oh, Inventar ist ja voll. Scheiße. Kommt das weg. Wächter-Grenzkarte ist gut, da kriegen wir ein Multitool. Oder auch nicht. War ja mal ein bisschen was wert. So. Aber wir haben immer noch keine folgenden Daten hier in der Nähe. Das kann ja nicht sein. Frachtabwurf, Fracht. Oh. Da sind welche. Die Pflanze hier sollten wir lieber. Oder eigentlich gibt es hier keine Wächter. Oh doch, gibt's. Scheiße. Oh ja, genau reingelaufen. Super. Lauf schneller, lauf schneller. Lauf, lauf, lauf. Oh Gott, sind wir langsam. Lauf doch. Jetzt, wo wir vergrabene Technologie gefunden haben. Ach, nö. Oh, nee. So. Jetzt können wir zurück und uns die Technologie erstmal holen. So. Waffe ändern und dann da müssen wir hin. Ach ja, da war ja was. Oh nee. Paraffinum, das brauchen wir gar nicht. So. Ein, echt. Zwei. Zwei ist gut. Und wenn wir jetzt schauen. Ob hier noch was ist. Da hinten ja noch. Sonst noch. Irgendwo. So. Sonst sieht das hier echt schlecht aus. Ja, da ist noch ein Stein. Aber wir müssen da lang. Also. Dann werden wir jetzt erstmal dahin gehen. Und dann werden wir gucken, weil die in den kleinen Raffinerien auch duplizieren können. Das wäre schön, dann bräuchten wir keine mehr sammeln. Das klappt auch nicht immer, das mit dem Vorwärtssprinten. So. Genau bei so einer blöden Pflanze. So. Ja. Hier ist aber viel. Ein. Zwei. Vergraben noch vor. Ah, jetzt habe ich schon wieder nichts drin. Ne? Können wir den nicht benutzen? So. Ja, nee, können wir natürlich nicht benutzen. Doch. So. Spezies aufzeichnen. Cool. Was ist das denn?
Okay, das habe ich bisher noch nie gehabt. Oh, 38 Naniten. So, wo ist unser Schiff? Ja. Da haben wir geparkt. Warte mal, ist das Schiff nicht eigentlich halbwegs aufgeladen? Uran. Uran hätten wir. Tritium haben wir auch. Wir haben gar keinen Hyperraumantrieb. Egal, aber wir können unser Schiff rufen. Das ist doch schon mal schön. Brauchen wir nicht laufen. Müssen zwar tanken, aber da wir jetzt Uran erstmal haben, ist das kein Problem. So. Einmal tanken. Hier ein bisschen Tritium. Ah, es geht noch. Schade, so zeigt er mir das nicht an. So, dann werden wir jetzt testen, ob wir die holen können. Ja, ich will da unten landen. So, und dann müssen wir einmal da lang. So, einmal ins Dunkle. So, ein, da. Das steht hier, steht irgendwie im Weg. Haben wir denn 4? Dann nehmen wir mal lieber nur 2. Wo funktioniert das? Also es wird angezeigt. Da wird es auch angezeigt. Also können wir es uns jetzt rausnehmen und duplizieren. Nope. Super. Also können wir es nur so machen. Ja, so schlimm ist jetzt auch nicht. Immerhin haben wir sie richtig hingestellt. Das war schon mal gut. Nehmen wir sie uns raus. Zeigt damit jetzt auch die richtige Raffinerie an. Jetzt ist weg. Also mal funktioniert es immer nicht. Bin da nicht dahinter gekommen. Warum das nicht immer funktioniert. So, es wird uns da angezeigt. Und da auch. Keine Ahnung. Naja, guck mal so. Jetzt da wieder 50. Oh Gott. Wir haben gar keine Plätze, fällt mir gerade ein. Na, jetzt geht's wieder nicht. Nö. Wir haben im Raumschiff Platz. Das ist doch schön. So. So. Geht das wieder nicht? Das ist doch der Wurm drin. So. Können wir es halt nur verzweifachen. Aha, verdoppeln, meine ich. Aber auch nicht schlimm. Dauert jetzt ein bisschen, aber naja. So. Die anwählen. Raumschiff. So. Ich weiß gar nicht. Soll das hier doppelt gehen? Ne. Also. Immerhin brauchen wir die jetzt nicht sammeln gehen.
Tada. Bisschen doof, dass man es jedes Mal wieder raus und wieder reinpacken muss, aber. Ist da eigentlich auch was drin? Nö. Also, mal ganz doppelte, mal das Dreifache. Aber gut, dasselbe Problem habe ich mit den mittleren Raffinerien auch gehabt, um Naniten herzustellen. Ja, klauen wir jetzt. Das muss mal reichen. So, 166, ja gut. Kaufen uns den Teleporter. Müssen uns den Biotreibstoffreaktor holen, der völlig schwachsinnig ist. So, Batterie und Solarmodul. Das brauchen wir. Und das. So. Wände, die sind jetzt nicht so wichtig am Anfang. Weil wir in der Anomalie lieber Sachen sammeln sollten. Also, wir haben jetzt noch. So, jetzt sind das auch 15. Die kommen da auch rüber. Nee, man braucht keine Sau. Mal verkaufen. Eiweißperlen können wir auch verkaufen. Vielleicht haben wir Glück und hier ist was. Ja, hier ist was drin. Was bringt uns das? Treibstoffeffizienz, Schildstärke, Lebenserhaltungstanks und Kerngesundheit. Das ist doch schön. Also waren die Wächter doch gar nicht so schlecht. Aber dahin, das kaufen wir auch. So. Kannst deine Basis umbenennen? Ja, dann werden wir das mal machen. Ne, das war falsch. Wir behalten mal den Namen, den er uns vorschlägt bei. Gut, wenn man seine Tastatur auch sieht. So. Basis hochladen. Jetzt haben wir es auch gespeichert. Ja, wir können also einen Teleporter bauen. Dafür ist die hohe Decke gut. So. Was will ich eigentlich hier? Da wollen wir hin. Was braucht er? Zwei Rohre, vier mit. Ach, scheiße. Scheiße. Kein Peritstaub. Habe ich irgendwie nicht dran gedacht, dass wir den jetzt so oft brauchen. Boah, dass die Figur sich in einer Tour wegdrehen muss. Echt jetzt. Ich sage mal, klappt's mal nicht. Keine Ahnung. Dann gucken wir halt, ob was uns so. Also meistens geht's. Man kann sich's aus der Mitte rausnehmen. So. Dann wieder die Mitte anwählen. Und es würde sich jetzt hier wieder auftauchen. Aber da die das ab und zu mal reparieren, dass es wieder gar nicht geht, bin ich ja schon froh, dass es überhaupt noch geht. Ferritstaub sammeln wollte ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Aha, es hat geklappt. So, ist in dem rechten noch was drin? Das ist nicht der rechte. Gut. Also wir konnten es immerhin verdoppeln. So. Machen wir das nochmal.
funktioniert auch bei Quecksilbergegenständen auf der Anomalie. Da habe ich jetzt die Tage, kommt da ein Video, da erkläre ich kurz, wie das funktioniert. Und das ist auch später sehr wichtig, finde ich, wenn man schön große Gebäude sich bauen möchte oder richtig schön Unterschlupf, also halt richtig groß bauen möchte. Da braucht man Unmengen an Ressourcen. Und ich habe die natürlich am Anfang erstmal gesammelt. Hat ewig gedauert. Und hinterher ist mir eingefallen, ja, man kann die ja duplizieren. Dem ich alles gebaut hatte. Und, ah, falsch. Und hier werden wir zusammen dann auch wenigstens eine kleine Basis bauen. Das Ziel ist ja eigentlich, vom Spiel in die Mitte der Galaxie zu kommen. Was natürlich sehr sinnbefreit ist, weil man dann in einer neuen Galaxie einfach wieder startet mit exakt denselben Sachen, die man machen kann. Mit denselben Planeten. Gott, ich hab schon wieder nicht aufgepasst. Naja. Wir brauchen das eh ohne Ende. So. Wir brauchen Metallplatten. Wie viel waren das? 4, glaube ich, ne? Und 2 davon. Oder? Ah, gut gemerkt. So, wie möchten wir uns den denn jetzt mal hinstellen? Ich würde ja am liebsten einen Bewegungsmelder später, aber dann müssten wir den erstmal so. Einstellen. Obwohl, warte, wie der steht, ist egal. Hauptsache der Schalter ist gut. Aber da wir ja hinlaufen müssen zum Teleporter, machen wir das. So. Das ist jetzt kaputt. Energieversorgung, ja, weiß ich auch. Teilplatten. Chromatisches Metall, das kann man nicht vervielfältigen, warum auch immer. Ich weiß nicht, warum das nicht geht. Das ist das einzige Material, was partout nicht möchte. Wenn wir das jetzt hier einfach rausnehmen, ist es hier weg. Seht ihr? Keine Ahnung. Also müssen wir das ernsthaft herstellen. Und wir haben hier sogar noch ein bisschen Kupfer. So. Klauen wir jetzt mal hier ein bisschen Kupfer. Das ist ja cool. Ah, okay. Ich stelle in allen drei gerade was her. Bin ja mal gespannt, aus wie viel ich es neu herausnehmen kann. Wie brauchen wir denn? Ne, da. 50 pro Stück, ja, 4 Stück brauchen wir, 200. Mal gucken. So. Kann ich mir das aus den anderen jetzt auch rausnehmen? Ne, kann ich nicht. Ist ja beschiss. Glaube ich mir halt. Hahaha. Welche läuft denn jetzt hier noch? Was zum Henker? Ja, irgendeine läuft doch noch. Cool, ich hab ihn verarscht. Was haben wir jetzt? Ah ja, reicht. So. Solarmodule.
Weil er will zwar, dass wir diesen Biotreibstoffreaktor bauen, aber der ist völlig nutzlos. Wir bauen uns jetzt hier ein paar. Ach, keine Metallplatten, war ja klar. So. Hier. Das schlägt er uns vor, aber der ist so nutzlos. Wenn sich lieber hier oben Dutzend Solarzellen hin. Batterien, dann wird das gespeichert. Ja, super, kein Metall mehr. Auch egal. So, nach da. Nach da. Von da. Nach da. So. Wo gehen wir ins Gebäude? Ja. Mach mal hier. Dann gehen wir mal rein. Nachher kann man sich noch ein Teil kaufen. Dann verstecken sich die, also werden die unsichtbar und man sieht sie nur noch im Baumenü, die Stromkabel und alles. So, wir stellen die Batterien draußen hin. Gute Idee. So. Die braucht keiner. Oh. Ich habe da versehentlich ein Dach gebaut. So. Bin hier ruhig. So. Traumaferit. Immer fehlt irgendwas. Ah, wie war denn das? Ferit Staub, reines Ferit, magnetisiertes Ferit. Genau so rum. Scheiße. Ah, das werden wir noch schnell erledigen. Und dann werden wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Aber das erledigen wir jetzt hier noch kurz. So. ...127. Wie viel braucht man? Das ist jetzt aber doof. Dann werden wir uns das wohl auch noch mal demnächst duplizieren müssen, aber für den Anfang geht es erstmal so. Können wir uns zwei Batterien hier kurz hinstellen.
Er sollte funktionieren, ist nur gerade nachts. Dann haben wir das auch erledigt. Oh, warte, wir haben, glaube ich, ein Speichersignal gebaut, oder? Ja. Echt jetzt? Das ein jedes Mal rausschmeißt. So. Ein Speichersignal. Gut. Haben wir ja etwas geschafft heute. Bedanke ich mich vielmals fürs Zusehen. Wenn ihr nichts verpassen wollt, dann gerne abonnieren und liken. Und sonst bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.